Also unseren Erkenntnissen ist bekannt, dass gegen 22 Uhr zwei Angestellte aus dem Getränkemarkt die Tageseinnahmen zum Lebensmittelmarkt über den Parkplatz tragen wollten. Als sie das taten, kamen dann zwei unbekannte Männer und haben eine unbekannte Flüssigkeit aus einem feuerlöscherähnlichen Gegenstand in deren Richtung gesprüht und dann halt die Gunst der Stunde genutzt und die Geldkassette entwendet und sind dann auch zügig in unbekannte Richtungen davongelaufen. Der Raubüberfall ereignet sich auf dem Parkplatz dieses Rewe-Getränkemarktes im thüringischen Mühlhausen, kurz nach Ladenschluss. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Dienstag, 16. Januar 2024. Ein ruhiger Arbeitstag für Johannes Weiz und seine Kollegin. Der Getränkemarkt hat bis 20 Uhr geöffnet. Die beiden jungen Mitarbeiter füllen noch die Regale auf und bearbeiten Bestellungen für den kommenden Tag. Es war eigentlich so ein typischer Dienstag, was ich jeden Dienstag mache, so im Getränkemarkt. Ich habe abends mein Leergut fertig gemacht, meine Müllrunde gemacht, kassiert. Gegen 22 Uhr müssen die beiden noch die Tageseinnahmen vom Getränkemarkt in den Hauptmarkt bringen. An diesem Dienstag sind es etwas mehr als 500 Euro. Dann haben wir ganz normal zugeschlossen. Und dann wollte ich die Alarmanlage anmachen. Habe ich gemacht. Die Alarmanlage macht einen Ton, wenn sie scharf geschaltet wird. Das ist dann die Bestätigung, dass alles richtig ist. Und ich denke mal, dass die Täter von dem Überfall das dann gewusst haben mit dem Ton. Und die haben dann die Chance genutzt und uns dann überfallen in dem Moment, wo wir dann losgelaufen sind. Unvermittelt tauchen die Täter im Dunkeln auf. Sie greifen Johannes Weiz und seine Kollegin an. Es kommt zu einer Rangelei. Einer der Täter versucht, der Mitarbeiterin die Kasse mit den Tageseinnahmen zu entreißen. Als das nicht gelingt, sprüht der andere Täter der jungen Frau mit einem Feuerlöscher ins Gesicht. Dann verschwinden sie mit der Geldkassette. Gesprochen haben sie nicht. Also ich weiß nicht, ob es Deutsche waren oder keine Deutschen. Aussehen war auch schwierig. Der eine war so groß wie ich, kann ich nur sagen. Der andere war ein Stück größer. Aber sonst komplett schwarze Kleidung und vermummt mit Sturmmaske. Somit gibt es kaum Anhaltspunkte zu den Tätern. Doch wenige Tage später taucht eine Frau im Getränkemarkt auf. Sie meint, sie könne Hinweise auf die Täter geben. Doch leider fragen die Angestellten weder nach ihrem Namen noch nach ihrer Telefonnummer. Die Polizei schildert uns noch einmal den Ablauf. Für die Ermittler ist die unbekannte Frau eine wichtige Spur. Am 22. Januar meldete sich dann eine Zeugin bei dem betreffenden Markt. Sie gab dort in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr an, dass sie gegebenenfalls Hinweise zu den Tätern hat, zeigte auch auf ihr Mobiltelefon in Richtung der Kassiererin etwas, was gegebenenfalls auf den Täter Hinweise geben könnte. Dementsprechend suchen wir jetzt auch diese Zeugin mit Hochdruck, weil sie wahrscheinlich für das Verfahren auch entscheidende Hinweise geben könnte. Seit dem Überfall müssen die Mitarbeiter die Tageseinnahmen abends nicht mehr zum Hauptmarkt bringen. Was jedoch bleibt, ist ein mulmiges Gefühl. Wir sind ja eh so ein bisschen in der Problemregion hier von der Stadt. Und es ist schon noch ein komisches Gefühl. Meine Kollegen sehen das vielleicht erst nicht so, aber ich, weil ich ja dabei war. Seine Kollegin ist von dem Überfall noch immer traumatisiert. Die ist jetzt in psychologischer Behandlung. Aber das dauert, denke ich mal, noch, bis das aufgearbeitet ist. Noch einmal die genauen Daten zum Raubüberfall. Er ereignete sich am 16. Januar in der Rudolf-Breitscheid-Straße, Ecke Karl-Liebknecht-Straße in Mühlhausen gegen 22 Uhr. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Die Polizei sucht auch nach der Frau, die am 22. Januar in den Getränkemarkt gekommen ist und die als Zeugin möglicherweise Angaben zur Tat machen kann. Sie ist etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank, war dunkel geschminkt, trug schwarze Haare als Bobschnitt, schwarze Oberbekleidung, eine lange Jacke mit Fell und um den Hals Kopfhörer. Hinweise bitte an die Kripo Mühlhausen unter 03 601 451 0.